Guten Abend, willkommen noch einmal hier im Sparkassen Eisdom zum kurzen Pressegespräch nach dem Spiel Saale Bulls gegen Krefelder e.V. 81. Wir verlieren nach regulärer Spielzeit 1:2. Schüsse aufs Tor, 33 Halle, 29 Krefeld, Strafen Halle 10, Krefeld 2. Beide Trainer sind da, für die Saale Bulls Ryan Foster und für Krefeld Elmar Schmitz. Herr Schmitz, Ihr Fazit. Ja, schönen guten Abend erstmal. Ja, wir sind natürlich sehr zufrieden, vor allem mit dem Ergebnis. Das ist ein tolles Hockey-Ergebnis und unterm Strich bin ich heute auch der Meinung, dass wir verdient gewonnen haben. Wir haben wenig zugelassen, haben taktisch sehr, sehr gut gespielt, haben unseren Slot freigehalten. Natürlich hat Halle ein bisschen mehr Spielanteile, aber wir haben sie weitestgehend außen halten können und wie gesagt, für einen abgeschlagenen Tabellenletzten auch eine Moral und Kampfgeist von der Truppe tipptopp, muss ich sagen, dass ich meine einfach die jungen Leute Bock haben zu spielen und sich nicht hängen lassen, ist auch wichtig für die Liga und ja, wie gesagt, fahren wir natürlich jetzt zum Karneval gerne zurück ins Rheinland und hier natürlich viel Glück, viel Erfolg für die Playoff-Spiele und eine gute Restsaison. Herr Spitz, danke schön. Brian, bitte. Schönen guten Abend. Gratuliere zum verdienten Sieg heute. Ich glaube, der Herr Schmitz hat alles richtig gesagt. Zum Beispiel, bei uns hat gefehlt diese Camp-based Moral heute. Wir haben mit wenig Dringlichkeit gespielt. Ich finde, dass wir wollten eigentlich nicht reingehen, wo es weh tut, vor dem Tor. Wir haben nur außen gespielt am meisten. Wir haben natürlich die Chance-Auswertung war auch nicht die beste, wenn wir reingekommen hat im Slot. Und es war ein großer Frust von vielen Spielern. Was ich nicht verstehe, ist, wenn es natürlich nicht gut läuft und nicht deine gehen sollen, oder eigentlich geht, wie das sein soll, dann muss natürlich harder arbeiten. Wir haben natürlich von vielen heute, es hat mir weniger ausgeschaut, obwohl die Fuß-Körpersprache war nicht gut. Und das ist natürlich für mich eine große Enttäuschung. Es ist immer noch um was gegangen heute. Wir waren nur 5 Punkte Rückstand von den Scorpions. Jetzt ist natürlich Pre-Playoffs für uns. Ja, das tut sehr, sehr weh. Brian, danke. Dann bleibt uns nichts anderes. Gute, vorsichtige Heimreise. Es gibt immer noch eine Sturmwandlung. Viel Spaß beim Karneval. Hurra, Brian. Nächste Woche, neues Spiel. Bis dahin, gute Nacht.